der Sparkasse Duisburg. Wir sind hier im Mannesmann-Gymnasium und du möchtest dich kurz vorstellen. Ja, ich bin der Mohamed Karaman, bin in der 10. Klasse, habe mich von meiner Sozialwissenschaftslehrerin informiert über den Planspielbörse und habe mich daran interessiert und wollte auch noch dieses Jahr noch teilnehmen und hat auch noch am Anfang Spaß gemacht mit dem Anfangskapital und mit den Aktien. Ja, und Anfangskapital 50.000 ja. Euro. Ich meine, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Summe, ne? Ja, kommt ja auch noch drauf an bei den Aktien. Wenn man jetzt eine Aktie kauft, die absteigt, hat man ja auch noch so ein paar Verluste. Aber wenn man eine Aktie kauft, die aufsteigt, halt hochgeht. Aber wie entscheidest du das? Was sind die Kriterien für dich, beziehungsweise wie informierst du dich darüber? Ja, ich guck ein paar Tage vorher nach, welche Aktien erstmal so aufgestiegen sind oder abgestiegen sind halt. Im Internet oder in der Zeitung? Ja, oder wo guckst du nach? Manchmal im Internet, auch im Fernsehen halt, im Teletext, und ich informiere mich dran. Ja. Und welche Aktien würdest du im Moment empfehlen, so als Insider? Ja, eine Aktie zum Beispiel Bayer oder Allianz. Ja. Jetzt dauert dieses Planspielbörse ja insgesamt 10 Wochen. In diesen 10 Wochen, weil wir befinden uns ja gerade in relativ spannenden Zeiten, was die Börse angeht, kann ja noch jede Menge passieren. Was würdest du auf keinen Fall machen oder wo würdest du auf keinen Fall investieren? Ja, zum Beispiel bei Apple. Ich würde jetzt nicht wissen, was jetzt passieren würde. Die Verkäufer von Apple, die Käufer von Apple, die ein iPhone besitzen, die dachten, dass jetzt ein iPhone 5 rauskommen würde, und das ist ja auch noch schade, dass ein iPhone 4S rausgekommen ist und dass der Manager von Apple, Steve Jobs, auch noch gestorben ist. Und da ist man ja auch nicht unsicher, was man jetzt geben will oder so nicht. Gibt es irgendwelche Aktien, die du jetzt als nachhaltig empfinden würdest, wo du genau weißt, davon brauche ich auf alle Fälle welche in meinem Portfolio, weil die werden sich auf alle Fälle stabil halten? Ja, wie ich gerade eben gesagt habe, zum Beispiel Allianz SE oder Bayer. Alles klar. Danke und viel Erfolg. Danke.